Meine lieben Freunde, Österreich steht vor großen Veränderungen. Österreichs Staatsgebiet erkennen sie zwar an, sehen sich aber nach dem deutschen Vaterland aus früheren Zeiten. Das schwarz-rot-goldene Brustbändchen ist für sie Pflicht. Auch für Hofer beim diesjährigen Akademikerball, der Ball für Rechtsextreme und Burschenschafter. Die Burschenschaft lehnt die geschichtswidrige Fiktion einer österreichischen Nation ab. Mhm. Ja, aber das sind doch Kinkerlitzchen. Das ist ein Minithema, das für Österreich völlig unerheblich ist für die Zukunft. Ob jemand sagt, ich glaube, es ist eine Nation, oder es ist keine. Also das aber ist ihre Wesen. Das war eine Festschrift aus dem Jahr, glaube ich, 1993. Ja? Also ich weiß nicht, wie weit man noch zurückgehen wird in der Vergangenheit. Dr. van der Bellen hat übrigens erst in einem Presseinterview gesagt, dass er gar kein so schlechtes Verhältnis zur Burschenschaft noch hat. Ein gutes Gesprächsverhältnis. Man kann sich auf den RFS besser verlassen als auf andere. Schauen Sie, erstens tanze ich nicht. 1968. Ich glaube sogar Renner hat einmal vorgeschlagen, dass man statt unserer rot-weiß-roten Fahne diese Farben verwendet. Okay. Warum sollte ich mich von meiner Burschenschaft abwenden? Ich frage Sie, ob das Das tue ich natürlich nicht. Ja, es ist ein Stück unserer Geschichte und das gehört einfach dazu. Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. Ich glaube schon, dass sich das Amtsbild des Bundespräsidenten auch hier völlig verändern wird. Eine First Lady, ihr braucht ja überhaupt keinen Mensch. Werden Sie eine gewisse Distanz ausüben oder wie werden Sie es denn anlegen oder wie würden Sie es anlegen? Natürlich, ein Bundespräsident muss überparteilich sein. Naja, ich bin eigentlich ein überparteilicher Kandidat. Nein, das bin ich nicht. Ich bin ein freiheitlicher durch und durch. Wenn Sie einen Anlass haben, Neuwahlen ausrufen, ist das dann nicht, damit die FPÖ die nächsten Wahlen gewinnt? Nein, also ich möchte auch festhalten, als Präsident ist es für mich unerheblich, welche Partei die Wahlen gewinnt. Wir brauchen das freiheitliche Original, denn nur dieses Original ist Garant für eine positive Zukunft in Österreich. Daher hoffe ich wirklich, dass es schon bald nach dieser Bundespräsidentschaftswahlen auch zu Neuwahlen kommt. Und ich sehe das genauso wie du, lieber Heinz-Christian. Was wäre Ihre Lieblingsregierungskonstellation jetzt als Politiker gefragt? Eine Regierung, die sich tatsächlich für Österreich einsetzt. Ich werde auf keinen Fall sagen, es soll eine Regierung mit dieser oder jener Farbe sein. Das darf der Präsident nicht. Weil dann gibt es einen freiheitlichen Präsidenten, einen freiheitlichen Bundeskanzler, aber Sie haben ganz vergessen, einen freiheitlichen ersten Nationalratspräsidenten auch noch. Ja, da haben wir das Triple. Heinz-Christian Strache wird mit Sicherheit der nächste Bundeskanzler der Republik Österreich sein. Der nächste Bundeskanzler. Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. Das erste Mal, jetzt geht es wieder besser. Das war der Fischer, Sabotage. Das erste Mal, ja, der ist eh sehr gut mit Nordkorea. Ich schieße einfach gerne. Ja, es ist für mich ein schöner Sport und ja, ich mache das wirklich gerne. Es ist immer ein Zeichen eines autoritären Regimes, wenn man die Bürger entwaffnet. Ich will das nicht. Wenn jemand die Voraussetzungen erfüllt, soll er natürlich auch eine Waffe haben dürfen. Mhm. Dann haben sie die Möglichkeit, auch ihr Heim zu verteidigen, wenn etwas passiert. Natürlich. Und mir hat mein Militärdienst nicht geschadet. Überhaupt nicht. Und anderen jungen Leuten wird der Wehrdienst auch nicht schaden. Und ich bin auch an der Grenze gestanden mit meinem Sturmgewehr. Und es kommt die Diskussion immer, mein Gott, sollen die Soldaten, sollen die bewaffnet sein an der Grenze? Und das sollen die Blumensträuße in der Hand tragen. Und jede Regierung, die von mir angelobt werden will, hat dafür Sorge zu tragen, dass unser Bundesheer seinen verfassungsmäßigen Bestimmungen nachkommen kann. Und der Bundespräsident ist, wie wir alle wissen, der Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Und deswegen singen wir für unseren künftigen Bundespräsidenten den alten Salzburger Regiments- und Traditionsmarsch, den Reitermarsch für unseren künftigen Bundespräsidenten. Wenn Österreich heute nicht Mitglied der Europäischen Union wäre, wie würden Sie abstimmen? Ich habe gesagt, mit Nein. Ich würde nicht für den Beitritt stimmen. Mit Nein. Man hat mich gefragt, ob ich eine Ministerin mit Kopftuch angeloben würde. Und ich habe gesagt, nein, das würde ich nicht tun. Und deswegen brauchen wir einen ordentlichen Grenzzaun und keinen Maschendrahtzaun. Einen Grenzzaun, wie es ihn in Ungarn gibt. Genau so einen Zaun brauchen wir in Österreich.
Wir müssen diese Invasion von Muslimen, die uns derzeitig heimsucht, stoppen, liebe Freunde. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für uns. Und wer profitiert denn davon? Denkt's einmal nach. Für mich ist es schön, wenn ich nach Hause komme und dann kommt der Robby und setzt sich auf die Schoß und beginnt zu schnurren. Das ist so entspannend, das ist, kann ich jedem empfehlen. Kater, der beruhigend entspannt ist, perfekt. Je lauter Sie schreien, desto besser das Wahlergebnis für uns. Schreit, schreit so laut ihr könnt. Gesetz der Nächstenliebe ist ein gutes Gesetz. Ja? Es gibt fast niemanden, der so gut ist wie ich. Ich habe heute gelesen in der Presse, dass Ihr Lieblingsmaler Odin Wiesinger ist. Mhm. Jetzt war mir der unbekannt. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was der so malt und habe hier zwei Bilder von ihm herausgesucht. Mhm. Auf dem einen steht, auf Germanen schaut die Fahne schwarz-rot-gold auf grünem Grund, schützt vor Feindes Hass und warne deutsches Volk und unseren Bund. Sie haben einen Freund von mir angegriffen, Odin Wiesinger, einen hervorragenden Künstler. Mhm. Und auf dem anderen, der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Das ist schon sehr völkisch, oder? So was für einen Lieblingsmaler. Völkisch. Und wir alle werden Odin Wiesinger, diesen tollen Künstler, niemals und nicht im Stich lassen. Und wisst ihr, warum die Politiker so gern Subventionen verteilen? Weil man sich damit Abhängigkeiten schafft. Da muss eben der Bürger zu dir kommen, da muss der Unternehmer zu dir kommen, da muss der Kunstschaffende zu dir kommen. Und warum will die Politik das nicht ändern? Weil man mit Subventionen Abhängigkeiten schaffen kann. Und genau das wollen die jetzt handelnden Politiker. Ich will das nicht. Und dann würde ich Sie bitten, mit mir eine kleine Zeitreise zu machen ins Burgenland der 90er Jahre. Sie ganz persönlich haben dann das Geld verteilt. 800.000 Schilling waren das, die in Donnerskirchen geflossen sind. 100.000 Schilling für den Musikverein, wie wir hier sehen, 150.000 Schilling für die Feuerwehr. Aber Sie haben vor der Wahl 99 dann, das war die nächste Nationalratswahl dort, an viele, viele Vereine hunderttausende Schilling verteilt, kurz vor der Wahl. Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. Und ihr wisst ja, nachdem ich gesagt habe, ich würde die Regierung entlasten unter gewissen Umständen, hat dann jeder Kandidat gesagt, aber ich würde sie auch entlassen. Und der andere hat gesagt, ich würde sie auch entlassen. Andreas Kohl hätte die Regierung nicht entlassen. Und auf der anderen Seite sehen wir alle drei, Chris Hunsdorfer, Van der Bellen hätten alle drei die Regierung nicht entlassen. Die Frau Gries ist für die Homo-Ehe. Ich sage, die Ehe ist Partnerschaften von Mann und Frau vorbehalten, liebe Freunde. Und ich gehe von dieser Linie nicht ab. Die Türkei ist ja nicht sehr minderheitenfreundlich. Man kann nicht Gleiches mit Ungleichem vergleichen. Solange es nicht möglich ist, dass zwei Männer ein Kind zeugen oder zwei Frauen ein Kind zeugen, solange bin ich dafür, dass die Ehe Mann und Frau vorbehalten ist. Sie ist auch dafür, dass homosexuelle Kinder adoptieren dürfen. Das will ich nicht. Ich will, dass nur Paare aus Männern und Frauen das Recht haben, in Österreich Kinder zu adoptieren. Du hast ja schon oft gesagt, wenn man fragt, wie heißt der Papa Franzi und wie heißt die Mama Kali. Das kommt nicht so gut an. Es ist gesagt worden, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Das bin ich nicht. Ich habe überhaupt keinen Pelz. Ich fühle mich zu jung und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis mich meine Freunde überzeugt haben, doch zu kandidieren. Sollte ein Bundespräsident nicht eine funktionierende Gesprächsbasis mit dem Bundeskanzler haben? Als Lügner habe ich ihn nicht bezeichnet. Ich hätte eine OTS. Wirklich? Ihnen zeigen kann, ja. Also das muss schon sehr lange her sein. Lüge gezeigt haben, ja. Ja, aber ich habe nicht gesagt, er ist ein Lügner. Sie haben gesagt, er lügt. Ja. Aber das macht nichts, denn sie wird eh nicht Bundespräsidentin. Das werde ich werden. Und Sie werden auch nicht Bundespräsident der Republik Österreich werden. Das werde nämlich ich sein. Die werden es noch lustig haben mit mir, das sage ich euch. Das wird noch ganz besonders werden.